Sie ist das Highlight am Ende einer jeden Fußballsaison, die Relegation. In einem einzigen Spiel geht es für die beteiligten Spieler, Trainer und Fans um alles oder nichts. Gerade in Niederbayern boomen die Hop- oder Top-Spiele wie in keinem anderen bayerischen Bezirk. Und in diesem Jahr haben sich der Bayerische Fußballverband und DonauTV etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die Relegationspaarungen werden am Abend des letzten Spieltags in den A- und Kreisklassen im DonauTV-Studio ausgelost und das Prozedere Sportschau-like live im Fernsehen ausgestrahlt. Wir freuen uns da heute schon. Am 19. Mai soll die Auslosung abends da bei DonauTV stattfinden. Und es ist bayernweit einzigartig, dass einmal eine Auslosung live, so wie man es aus dem Fernsehen vielleicht vom DFB-Pokal und der Champions League kennt, auch im Amateurfußball einmal zu sehen bekommen. Und wir fiebern dem 19. Mai schon entgegen. Die Relegation, das ist für alle die wichtigste Zeit. Da ist jeder on fire und wir auch. Wir haben ja seit Jahren die Relegation mit unseren Beiträgen mit begleitet. Und jetzt hier die Auslosung bei uns machen zu dürfen, live im Studio, vielleicht dann mit einem Studiogast, macht eine Riesenfreude und ist für den niederbayerischen Fußball toll, ist aber auch für das niederbayerische Lokalfernsehen toll. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir das gemeinsam machen dürfen. Bereits seit Jahren begleitet DonauTV das Geschehen an der niederbayerischen Fußballbasis im Rahmen des Projekts Helden des Amateurfußballs. Mit der Relegationsauslosung live im TV heben die beiden Kooperationspartner den Stellenwert des Amateurfußballs in Niederbayern noch einmal auf ein neues Level. Bayernweit, meine, beneiden uns da sehr, sehr viele und wir sind froh, stolz und glücklich, dass wir da mit DonauTV einen starken Partner für den Amateurfußball in Niederbayern an der Hand und mit dem Boot haben und hoffen, dass die Partnerschaft auch noch lange so anhalten wird. Ja, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir den Amateurfußball unterstützen wollen, dass wir eben nicht nur die hochklassigen Clubs bringen, sondern dass wir bis zur Kreisliga, bis zur Kreisklasse runter eigentlich alle Clubs einmal besuchen. Das ist eigentlich eine tolle Partnerschaft und das ist über ein paar Jahre jetzt entstanden, ist ein Riesenerfolg für uns, aber auch für den niederbayerischen Fußball. Und deswegen wollen wir das jetzt ausbauen, wollen wir das noch verfestigen und wir sind uns beide einig, wir können nur gewinnen. Gewinnen ist an dieser Stelle überhaupt das richtige Stichwort, denn allgemein befindet sich der Fußball in Niederbayern gerade nach der umfassenden Strukturreform im vergangenen Jahr mit der Reduzierung von 4 auf 2 Fußballkreise weiter im Aufschwung. Das dürfte sich auch bei der anstehenden Fußballjade vom 20. bis 23. Juni in Landshut zeigen. Parallel dazu wird auch noch der prestigeträchtige UEFA Regions Cup in Ober- und Niederbayern ausgetragen. Vorher stehen aber erst einmal noch viele entscheidende Spiele auf dem Programm, bevor dann die Relegation den krönenden Abschluss einer weiteren emotionalen Fußballsaison bildet.